Willkommen in der Santana Bay zu einem weiteren Rebuilding Mask Sammlungsupdate anlässlich des einjährigen Jubiläums dieser kleinen Serie. Und heute schauen wir auf die Mask-Fahrzeuge der Serie 2. Zu Beginn möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass diese Serie so unglaublich lange braucht, beziehungsweise es in letzter Zeit auch mit Mask ein bisschen wenig war bei mir auf dem Kanal. Das liegt daran, dass ich unglaublich viel Transformers-Kram zu reviewen hatte und momentan auch in Sachen Mask zu viel Neues bei mir reinkommt. Und ich bin momentan dran an einem Restaurationsvideo für Jackhammer hier und der stellt mich echt vor Schwierigkeiten. Und das zögert das Ganze ein bisschen raus. Warum habe ich jetzt hier Switchblade stehen? Weil eigentlich wollen wir doch über Serie 2 Mask reden. Das liegt daran, ich wollte euch noch ein kurzes Update geben zum letzten Video. Das war nämlich Serie 1 Venom. Und ich habe euch ja gesagt, mir fehlen zwei Sachen noch. Mir fehlt die Short Mask von Slyrex. Die ist immer noch auf dem Postweg. Der Verkäufer, wo ich das gekauft habe, hat es leider ein bisschen verbaselt irgendwie. Aber angeblich ist es jetzt unterwegs. Ist aber auch schon wieder 4 Wochen her. Also ich bin gespannt, ob die noch kommt oder nicht. Ist definitiv seine letzte Chance. Aber was ich bekommen habe, und da in dem Stelle einen Gruß an Patrick Henschel, der mir dieses Kleinod hier besorgt hat. Die Rakete von Switchblade. Und das Ding, dass ich das nochmal kriege, hätte ich nicht gedacht, weil es ist echt sauschwer zu bekommen. Und du bezahlst auch wirklich für so eine Rakete, bezahlst du schon mal 20, 30 Euro. Und die kam jetzt entsprechend aus den Staaten. Aber wir haben da zusammen was bestellt und ich waren die Versandkosten nicht so teuer. Und ja, sehr, sehr schön, dass ich das Ding endlich habe. Ich musste echt überlegen, wie man die da reinbekommt. Aber hier hinten ist so ein kleiner Nippel, da steckt man die Rakete drauf, klippt die dann hier vorne rein und dann passt das. Und damit ist mein Switchblade 100% komplett. Jetzt fehlt wirklich nur noch diese dämliche Stiletto Short Mask und dann habe ich die Serie 1 von Venom vollständig. Kommen wir damit zum eigentlichen Videothema, nämlich Serie 2 Mask-Fahrzeuge. Wir machen das wie immer von klein nach groß, gehen mal durch, was ich schon so habe und was mir gegebenenfalls noch fehlt. Und ich darf vorwegnehmen, ich glaube, es fehlt gar nichts mehr. Wir haben hier als erstes Firefly, das kleinste Fahrzeug der Serie. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal Videos zu gemacht, Zusammenbauvideos und so. Und ich mag dieses kleine Ding. Es ist per se nicht so ganz arg viel dran, aber generell ist der Look ganz cool. Ne? Wir haben hier diesen kleinen Wüstenrennwagen, Buggy, was auch immer. Ich weiß nicht, ob es dafür eine reale Vorlage gibt. Ich glaube aber tatsächlich ja. Ich glaube tatsächlich ja, weil zu dem Zeitpunkt war ja viel von Mask tatsächlich noch an echten Fahrzeugen orientiert. Hier bin ich mir jetzt aber nicht so 100% sicher. Mit der Figur haben wir einmal Julio Lopez mit der Streamer-Maske. Diese Maske ist tatsächlich ist zwar nicht schwer zu bekommen, aber sie ist schwer in einem guten Zustand zu kriegen. Zum einen, weil die Farbe sehr anfällig war und zum anderen, weil die sehr leicht und sehr schnell hart wurde. Und natürlich ne, hier mit diesem sehr, sehr dünnen Kragen auch entsprechend schnell bricht. Diese hier ist quasi perfekt. Und auch sehr, sehr dankbar, dass ich die gefunden habe. Hat ein bisschen gebraucht, aber die ist wirklich super. Und was ihr jetzt schon sehen könnt, ist, wir haben im letzten bei den Serie 1 Videos ein bisschen über diese Short Masks immer gesprochen. Bei Serie 2 wusste man ja schon, wie man die Masken machen muss, damit sie entsprechend kein Choking Hazard, also irgendwie Würge- oder Erstickungsrisiko sind für kleine Kinder. Und dementsprechend hat man die Maskenkragen hier entsprechend ins Design integriert. Sieht deutlich cooler aus. Es gibt so ein paar Sollbruchstellen, ihr seht hier am Rand, das sind alles sehr enge oder sehr, sehr, sehr dünne Stellen, die gerne reißen, hier oben und dort auch. Die ist aber wirklich in einem tollen Zustand. Die Figur ist ein bisschen, ihr seht hier, das Bein ist ein bisschen locker, wo er draufsteht. Ist ein bekanntes Problem. Ansonsten aber auch von der Farbe her wirklich noch sehr, sehr toll. Und deswegen habe ich die behalten, auch wenn der jetzt nicht so 100% perfekt steht. Er sitzt sowieso die meiste Zeit drin, weil Firefly bei mir auf einem Flightstand sitzt. Und entsprechend spielt das keine große Rolle. Farbe ansonsten noch ganz cool. Hier unten so ein kleiner Abplatzer. Aber gerade das Gesicht, so der Schnurrbart, die Haare sind immer sehr schnell angegriffen. Von daher bin ich hier mit diesem Julio Lopez sehr, sehr zufrieden. Kommen wir zu Firefly. Der ist, würde ich mal sagen, vom Zustand recht optimal. Ne? Die Sticker sehen alle soweit gut aus. Die Farben sind noch toll. Das Gummi von den Reifen ist toll. Die haben auch großartig keine, hier so eine kleine, sind Dreck vielleicht sogar nur, keine Macken. Ne? Die haben gerne mal hier so ein paar Beulen und so. Das sieht noch alles gut aus. Die hier vorne werden schnell trocken und reißen. Das ist bei mir auch alles soweit noch weich und okay. Wie gesagt, Sticker alle toll. Das sind noch alles noch die Originalsticker tatsächlich. An dem habe ich nichts gemacht. Den habe ich in diesem Zustand tatsächlich gekauft. Das Einzige, was ich bei ihm, glaube ich, dazu holen musste. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das ist der Auslöser für die Verwandlung. Genau. Ne? Und dann hier vorne klappt man das entsprechend auf. Das sind eigentlich so die Stellen, die am häufigsten kaputt gehen. Ne, das ist ja wirklich Plastik, was man hin und her biegt, immer entsprechend. Und die reißen hier gerne mal ein und dann stehen diese hoch und so. Das ist aber alles hier noch wunderbar. Das Lenkrad ist dabei und was auch dabei ist, ist, zack, die kleine Abwurfbombe, die ist hier entsprechend drin versteckt. Und
Die fehlt gerne mal, ist aber auch nicht über die Maßen schwer zu kriegen. Also ich hatte jetzt durch meine ganzen Sammlungskäufe und so weiter, hatte ich schon ein paar davon. Der Spoiler fehlt ganz gerne mal, aber auch der ist nicht so schwer zu kriegen. Der Chrom auf dem Motorblock sieht noch ganz gut aus. Der ist ganz häufig, ist der hier quasi bis unten hin schon abgegriffen. Aber natürlich gerne den hier oben dann genommen hat zum Fliegen und so. Aber ja, bin sehr zufrieden mit diesem Firefly. Cooles kleines Ding. Und auf dem Flightstand, wenn er so halb schräg in der Luft hängt, seht ihr gleich am Ende noch, dann macht das schon richtig was her. Fahrzeug Nummer 2 ist Raven. Und Raven habe ich ja jetzt neulich erst sehr explizit auseinandergepflückt. Deswegen gehen wir dann nur ganz schnell drüber über die Version, die ich hier habe. Diese coole schwarze Corvette mit noch sehr, sehr gutem Druck, wie ich finde. Also da ist fast, ist eigentlich quasi nichts ab. Sieht super gut aus. Ne, der Chrom hat hier so mal so ein, zwei kleine Ecken, wo er ein bisschen abgeplatzt ist. Aber sieht in Summe auch noch sehr, sehr gut aus. Die Reifen sind nicht gerissen. Das ist auch etwas, was gerne kaputt geht bei Raven. Na, hier haben wir so einen leichten ersten Anflug, aber ansonsten sieht das noch sehr, sehr gut aus. Und im Drinnen, die Gurte fehlen manchmal. Ich weiß nicht, ob die abreißen oder was, weil eigentlich rausfallen können sie nicht. Das ist nämlich so ein Gummiteil, was da unten drunter durchläuft. Wer das Restaurationsvideo zu Raven gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Und ja, sehr guter Zustand, rollt wunderbar. Er ist auch komplett, er hat hier vorne seine beiden Scheiben mit drin. Der Abschussmechanismus für die Scheiben funktioniert auch noch. Vielleicht verwandeln wir dafür aber erstmal, ne, ja, hier diesen Knopf, zack, dann springt das rum, das klappt. Wir können hier die Reifen anklappen. Hier sind diese kleinen Laser, die dann rausgucken. Die Flügeltüren werden einfach ausgeklappt und hier hinten drücken wir drauf und auch die Reifen klappen mehr weg. Und dann haben wir hier dieses, das ist eine Art, ich glaube, es ist ein Hovercraft-Wasserflugzeug-Ding. Sehr cool, wie ich finde. Auch irgendwie ein ikonisches Design. Ist definitiv eins der Dinger, die man sich eher mal gemerkt hat aus der Serie, weil auch in der Serie tatsächlich mal vorkam. Das ist ganz schick. Und dann haben wir hier hinten diesen Spannhebel. Dadurch spannen wir vorne die Scheiben. Zack, und dann kommen die, jetzt habe ich mit dem Finger ein bisschen abgestoppt, machen wir das nochmal. Spannen und, boah, die noch Pfeffer, sehr, sehr cool, kommen die Scheiben da vorne rausgeschossen. Also Raven, 100% komplett, im, wie ich sagen würde, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, perfektem Zustand. Und das gilt nicht nur fürs Fahrzeug, das gilt dankenswerterweise auch für die Figur. Das ist Calhoun Burns mit der Gulliver-Maske. Und Maske ist cool. Ist auch noch sehr, sehr weich. Das Blau, die verfärbt sich ganz gerne. Also er hat ein schön knalliges Orange und ein schönes Blau. Das wird ganz gerne mal so ein bisschen gelblich und türkis und so. Das Schwarz ist dann manchmal abgerubbelt. Also die ist noch sehr, sehr gut. Und auch die Figur macht einen sehr guten Eindruck. Farbe, soweit alles dran. Auch hier haben wir leider etwas lockere Gelenke. Aber es ist genau wie bei Firefly auch. Hier ein leichter Farbabplatzer. Raven sitzt auf einem Flightstand. Entsprechend sitzt Calhoun Burns da drin. Was übrigens gar nicht so einfach zu machen ist. Vielleicht zeige ich euch das gerade mal. Weil ich habe immer große Schwierigkeiten, Calhoun Burns in dieses Auto reinzubekommen. Denn ihr seht, er hat hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, er hat hier, dieser Sitz ist so leicht angewinkelt. Das heißt, ihr könnt ihn nicht mit geraden Beinen einfach da reinsetzen, sondern müsst ihn so ein bisschen so quasi versuchen, da reinzufummeln. Und das ist, wenn dann so eine Figur so lockere Gelenke hat wie hier, ist das gar nicht so einfach. Und selbst wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr halt parallel auch noch gucken, ne, hier den Arm ein bisschen hoch, dass ihr den, die Tür aufmachen, dass ich was sehe, also mit der anderen Hand durchkomme, den Gurt halt auch noch an der Figur vorbeifuddelt. Also ich weiß nicht, wie viel Geduld so ein, ich weiß nicht, ab wann sind die Dinger, ab 5 oder ab 6 Altersfreigabe, ich weiß gar nicht, was auf der Packung steht, Geduld, dass ein 5-Jähriger mitbringt. Also mein 5-Jähriger hätte nicht die Geduld, das sage ich euch gleich. Und dann steckt man den hier oben rein und dann sitzt er auch einigermaßen vernünftig drin. Ich müsste jetzt eigentlich noch gucken, dass ich die Beine hier noch ein bisschen nach vorne schiebe, dass er richtig runterkommt, weil so geht die Tür immer nicht richtig zu. Und ich könnte jetzt mit einem Spudger, habe ich gerade spontan einen greifbar, die Beine noch ein bisschen vorschieben und dann sitzt er halt auch. Ist definitiv eins der nervigsten, einer der nervigsten Sitze bei Mask, wo man die Figur am schwersten reinbekommt, geht am Ende aber auch. Jetzt wird's farbenfroh mit Hurricane aka Nightstalker. Der Name war nie so richtig geklärt. Ich glaube, im Cartoon, zumindest im deutschen Synchro, heißt er Nightstalker. In den Staaten, glaube ich, heißt der Hurricane. Auf der Verpackung steht, glaube ich, auch Hurricane. Also es ist ein bisschen verwirrend. Aber das ist ja bei Mask nichts Neues. Also, hat im Prinzip eine sehr interessante Geschichte. Das ist ein Fahrzeug, das, wenn man den Cartoon guckt, taucht Hurricane im Vorspann bereits auf. Und zwar ab der ersten Folge. Und auch hier diese Maske von Hondo McLean ist die entsprechend im Vorspann auftaucht. Die ersten paar 20 Folgen oder so gibt es dieses Fahrzeug aber noch gar nicht, sondern da hat Hondo noch seinen Firecracker, diesen orangen Pickup. Und der wird dann irgendwann zerstört und dann kriegt er halt neu, als neues Geschenk kriegt er hier quasi Nightstalker bzw. Hurricane. Firecracker taucht später aber auch wieder auf, also es ist alles ein bisschen durcheinander. Hurricane ist
eigentlich sehr, sehr cool. Ich gucke mal erstmal auf die Figur. Insgesamt, wie gesagt, ein sehr farbenfrohes Set. An der Grenze zur Geschmacklosigkeit, aber es geht gerade noch. Also wir haben hier die Maske, eine Blaster 2 Maske. Eher eine hässliche Maske, wie ich finde, vom Design. Gefällt mir nicht wirklich gut. Ist aber tatsächlich eine hier so an der Stelle, wo dieser rote Schlauch, da reißt sie gerne mal ein. Insgesamt aber eine relativ, gut erhaltene Maske grundsätzlich. Also die gehen selten kaputt. Die werden zwar auch hart und so weiter, aber die einzige, die wirklich, die Variante, die sehr häufig davon einfach zerbröselt, ist die goldene Variante vom Euro Repaint. Aber das ist eine Goldgummi, Goldplastik-Syndrom, kennen wir schon von Transformers. Wenn die alt und trocken werden, dann fallen die einfach auseinander irgendwann. Der Hornet McGlean sieht auch noch sehr, sehr cool aus. Ne? Dieses Farbschema mit Gelb und Blau und Lila-Rosa, das ist echt grenzwertig. Aber was willst du machen? Ist halt, wie es ist. Das ist ein ganz cool modellierter Anzug eigentlich. Ne? Viele so Ecken und Kanten und Linien. Ist cool gemacht, schöne Details. Mag die Figur generell. Und wie ihr seht, quasi tadelloser Zustand. Sehr, sehr schick. Kommen wir zu Hurricane als Fahrzeug. Super geiler Chevy. Wirkt natürlich, also was hier halt super relevant ist, ist, dass der Chrom halt gut aussieht. Ne? Wenn du so einen 57, was weiß ich, Baujahr 57 oder so, also irgend so einen 50er, 60er Jahre Chevy hast und dann ist der Chrom runter, dann geht die ganze Wirkung verloren. Das ist wichtig, das sieht bei meinem in Summe auch noch eigentlich ganz gut aus. So alles in allem. Und auch das zweite, was relevant ist, ist natürlich das Tempo Paint hier mit den Flammen. Auch das sollte noch gut erhalten sein. Hier vorne habe ich so zwei kleine Macken drin. Aber in Summe geht das. Ansonsten hat er eine Tendenz, auch so ein bisschen auszugilben irgendwie. Meiner sieht da noch ganz gut aus. Muss man so ein bisschen gucken. Kriegt man auch schwer wieder weg. Weil ich habe einmal versucht, quasi nicht gelbes, also nicht weißes Plastik, was vergilbt ist, zu bleichen mit dem Peroxid. Das geht auch, aber es ist nicht so ganz super wie bei dem weißen Plastik. Gold hier, Gummireifen, alles wunderbar. Und ja, das ist es im Prinzip. Was fehlt gerne? Der Reifen hier hinten ist eigentlich das, was am häufigsten fehlt. Und manchmal sind hier die dritten, der hat ja noch ein drittes Reifenpärchen. Da fehlt auch ganz gerne mal was. Verwandlung ist eigentlich recht simpel. Ihr dreht nämlich eigentlich nur hier oben und dann springt der hoch. Hakt bei mir ein bisschen. Funktioniert aber. Dann haben wir hier diese Zack-Klappe, die geht nach oben. Da drinnen ist die, hier haben wir noch zwei Sticker drin, da können wir die Figur dann draufstellen, hier mit diesen beiden Lasern, hier haben wir einen Laser, das Ding dreht sich 360 Grad, nicht ganz, oder? Da doch, geht 360 Grad rundherum. Wir können hier vorne noch zwei Laser ausziehen und hier hat er so eine Art kleinen Radarschirm, kommt tatsächlich auch in der Serie mal vor, womit er dann irgendwie Dinge abscannen kann und ganz hinten haben wir noch eine Säge, die dreht sich leider nicht, das wäre noch ganz cool gewesen als Play-Feature, aber die haben wir auch noch. Und dann haben wir auch natürlich, weil es ist Mask, noch einen Abschussmechanismus. Wenn man nämlich hier die Stoßstange runterdrückt, dann zack, verabschiedet sich hier der Reifen. Und bei vielen hat er sich tatsächlich verabschiedet, fliegt nämlich dann unter die Couch und dann auf Nimmerwiedersehen. Also der Wert von Hurricane steigt ungemein, sobald dieses Ersatzrad hier hinten dabei ist. Es gibt 3D-Repros dazu, aber generell sind Repros für mich maximal Stand-ins. Diese Reifen hier, wie gesagt, geht auch ganz gerne mal kaputt. Ist nicht viel dran eigentlich an dem Ding, aber definitiv herausstechend. Allein schon durch diese geile Lackierung eins der auffälligsten Mask-Fahrzeuge. Und kriegt man in der Regel auch noch relativ gut im Zustand zu einem akzeptablen Preis. Wir sind fast am Ende und bei den großen Buben angekommen. Jetzt sind wir nämlich bei Slingshot. Und auch zu Slingshot habe ich schon massenweise Videos gemacht. Bleichen, auseinanderbauen, zusammenbauen, reparieren. Also mit ihm habe ich mich schon eine ganze Zeit beschäftigt. Deswegen können wir versuchen, hier auch einigermaßen schnell drüber zu gehen. Komplett restauriert mit Repro-Stickern, glaube ich. Nee, der hat noch keine Repros, glaube ich. Die sind noch original. Ja, genau. Das sind noch Original-Sticker. Ich glaube, die vom Flieger sind Repros. Ich bin mir gerade jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz sicher. Zeugt aber von der Qualität der Repros, dass man es kaum auseinanderhalten kann. Cooler Chrom auf den Felgen, das sieht alles gut aus, rollt wunderbar. Und vor allem, das ist das Wichtigste bei Slingshot, erst zu. Slingshot hat ganz häufig das Problem, dass er nicht mehr richtig schließt. Das liegt meistens daran, dass hier an der Stelle im Innenbereich sind so zwei Plastikteile, eins grau, eins schwarz mit so Stiften dran. Und die Stifte brechen gern mal ab, dann funktioniert der Mechanismus nicht mehr gut. Und dann haben wir ja hier innen diesen Flieger. Dafür drücken wir mal hier auf die Taste. Und der hat hier diese Flügel. Und die werden innen nur von so einem Pin gehalten. Und wenn der abbricht, dann drücken die Flügel auch das ganze Ding auseinander. Also eine Menge Fehlerquellen, die man hier haben kann. Wir haben einen zweiten Knopf, nämlich hinten diesen kleinen. Und dann zack, springt unser Flieger hoch. Jetzt gehen auch hier die Flügel auseinander, wie ihr gesehen habt. Und dann haben wir hier diesen Mechanismus, dass das Flugzeug sich beim Fahren dreht. Das ist ganz cool. Wir können hier vorne die Kanonen noch rausklappen. Und dann haben wir hier Slingshot in diesem
ja, Verteidigungsmodus, wie es ja immer so schön hieß, also als diese mobile Basis. Das Flugzeug klippt man hier einfach raus. Das war, wenn ich das noch recht erinnere, recht schwierig. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und darunter sehen wir das, was am rarsten ist bei Slingshot, nämlich auch wieder diese, also die Raketen und die Bomben sind ganz häufig das, was am meisten fehlt. Zum einen, weil, hier oben drauf drücken, fällt die raus. Zum einen, weil in Europa, schrägstrich in Deutschland, ganz viele, zum Beispiel diese Rakete oder auch die, die wir anfangs von Switchback gesehen haben, gab es schlicht und ergreifend nicht. Aus pazifistischen Gründen, glaube ich, soweit ich das tatsächlich weiß. Also man war mit Kriegsspielzeug und Raketen und Schuss und so weiter. War man in Deutschland sehr skeptisch, hat ja sogar dazu geführt, dass wir ein anderes Mask-Logo auf den Packungen haben. Denn wenn man auf eine deutsche Mask-Verpackung guckt, da schießt der Rhino keine Rakete ab. Kannst du mal sehen. Ja, ansonsten ist an dem Jet nicht viel dran. Sticker sind gut, Cockpitklappe ist noch gut, hier die Stifte sind alles noch heile. Also wunderbarer, perfekter Zustand und vor allem komplett. Und wenn man das ganze Ding wieder zusammenbauen will, oh, ist das fest, dann ne, drückt man hier die Flügel. Erstmal dreht man das Ding hier vorne rum, das ist das eine. Und dann nimmt man hier die Flügel, drückt das Ganze zusammen, Klappe zu, Affe tu. Ein traumhafter Slingshot. Dazu kommt Ace Riker mit der Ricochet-Maske. Sehr cool, weiche Maske, sieht auch cool aus. Die geht auch quasi nie kaputt, selbst wenn die mal hart geworden ist, was auch eher selten der Fall ist. Das ist eine der stabilsten Masken, die es gibt. Und auch die Farbe ist meistens noch gut, ne? Hier mit diesen silbernen Schläuchen. Mag die voll gerne, weil man durchgucken kann. Also man sieht wirklich, Serie 2 hat sich mehr Gedanken um das Maskendesign gemacht, wie man das verheiraten kann mit diesen Kragen. Sieht super geil aus. Und auch der Ace Riker ist sehr, sehr gut. Hier diese gelbe oder diese beige Bemalung auf dem Jackenkragen, die geht gerne mal ab. Hier haben wir schon so einen leichten Fade. Ansonsten sieht das insgesamt noch sehr, sehr gut aus. Haare und so, alles stabil. Auch die Gelenke sind bei der Figur gut. Also bei meinem Slingshot habe ich überhaupt nichts mehr auszusetzen. Da steckt aber auch eine Menge Arbeit drin. Und damit kommen wir zum, im wahrsten Sinne des Wortes, großen Finale. Volcano. Ihr kennt diesen Volcano schon. Das ist nämlich genau der, den ich vor einigen Monaten komplett zerlegt habe, gereinigt habe, teilweise Satzteile ergänzt und so weiter. Chrom ein bisschen aufgehübscht. Und wie ihr sehen könnt, das Ding ist endlich komplett. Ich habe nämlich zwei ganz relevante Ersatzteile endlich bekommen. Da gucken wir aber gleich drauf. Wir werfen erstmal einen kurzen Blick auf die Figuren. Ich glaube nämlich damals, weiß ich gar nicht, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon beide Figuren da? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Figuren fehlt mir noch. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall haben wir hier Jacques Lafleur mit der Marai Mirage. Ich weiß bis heute nicht, wie man die ausspricht, Maske. Und wir haben Matt Tracker mit der Lavashot-Maske. Coole Figuren, interessante Farbschema. Schemata. auch sehr nah am Cartoon. Beide mag ich sehr, sehr gerne. Coole Figuren. Ne, hier schöne Farbakzente, sehen alle noch richtig gut aus. Gelenke sind soweit stabil. Und ja, überhaupt nichts dran zu meckern. Sehr, sehr cooles Duo. Und für die Masken gilt letztlich das Gleiche. Auch die sind beide noch weich. Ne, die sind schon eher so, sehen schon eher so aus wie die Serie. Serie 1 Masken mit so einem angeklebten Kragen. Hier hat man sich ganz so schön integriert wie jetzt bei den anderen beiden oder bei den anderen, die wir das gesehen haben. Aber trotzdem schön. Ne? Hier orange und schwarz bemalt. Hier entsprechend gelb und schwarz als Akzente. Also coole Masken, cooler Zustand und nicht über die Maßen schwer zu bekommen. Aber ich musste schon ein bisschen suchen, weil halt auch Volcano, glaube ich, in Deutschland auch nicht so super weit verbreitet war. Gab es den hier überhaupt? Bin mir gar nicht sicher. Vielleicht können ja mal ein paar Experten was in die Comments-Section schreiben. Und hier haben wir das Fahrzeug der Stunde. Volcano. Großartig. Sehr geil, dass der endlich komplett ist. Was hat noch gefehlt? Einmal das Sonnendach. Und die Nummer hier, Leute. Da habe ich wirklich, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe einen, keinen Junker-Volcano gekauft. Einen quasi vollständigen Volcano, der aber nicht so gut aussah wie meiner insgesamt. Der hatte aber halt noch alle Teile dabei. Und der hatte vor allem dieses Sonnendach. Und das Sonnendach hier rauszubekommen und bei meinem eigenen Volcano jetzt wieder einzubauen, ich war mir, also man musste es wirklich rausbiegen und ich war mir 100% sicher, dass einer dieser beiden Stifte hier abbricht. Ich werde euch das auch definitiv nicht nochmal zeigen. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht, nie wieder. Denn dieses Sonnendach zu kriegen ist hardcore schwer. Also richtig schwer. Ich weiß gar nicht, warum das so viel. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielen Leuten abgebrochen ist, weil es sehr dünnes Plastik ist. Weil einfach rausfallen kann es eigentlich nicht so schwer, wie es rausgeht. Aber es fehlt bei unglaublich vielen Volcanoes. Dann haben wir natürlich noch die Verwandlung. Rapötzel. Und dann sehen wir das zweite Teil, was mir noch gefehlt hat. Und auch das war bei diesem Volcano dabei. Nämlich hier dieser Anschnallgurt für den Fahrer. Das ist cool, weil wenn ihr hier die Figur drin sitzen habt. Und der Gurt ist nicht dabei, ihr verwandelt den und katapultiert den an die Decke. Das ist nicht so witzig. Also witzig schon, aber nicht so schön für den Fahrer. Und damit habe ich auch diesen Gurt endlich, Originalteil. Hier vorne, die Waffe ist ein bisschen
gewarpt, aber das ist nicht schlimm. Die Sticker sind alle Repros, habe ich alle erneuert, war aber auch nötig und sehen richtig gut aus. Ne, hier vorne das Dach kann man aufklappen. Ich glaube, da ist es vielen abgebrochen. Ne? Hier schiebt man dann die Waffen raus. Wenn man hier jetzt irgendwie drankommt oder so, dann zack, beim Spielen oder so. Ich glaube, das geht schon schnell kaputt. Ist nicht so super gut konstruiert. Hier haben wir diese beiden Laserkanonen an der Seite. Und wir können hier die Felgen, die sind ne, ein bisschen mit Reprochrom gemacht. Sehen aber trotzdem ganz gut aus, denke ich. Kann man entsprechend hier noch rausziehen. Und dann haben wir den kompletten, komplett verwandelten Volcano. Der sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Und, habe ich ja schon mal gezeigt, aber ich mache es immer wieder gerne, der kann ja auch noch fahren. Ne, zack. Und dann... Leider kann er nur geradeaus fahren. Ihr versteht mich ja gar nicht bei dem Krach. Eine Krawallmaschine vor dem Herrn. Fährt leider nur geradeaus. Das Coole ist aber, dass ihr, gerade mal alles wieder zusammenbauen hier, dass er ja auch die Verwandlung quasi automatisch macht, was auch sehr, sehr cool ist. Dafür habt ihr, oh, dieses Sonnendach macht mich echt, es ist schön, dass ich es habe, aber ich will es eigentlich gar nicht benutzen. Noch einen zweiten Schalter, nämlich Normal und Attack. Und jetzt schalte ich auf den Attack-Modus. Und beim letzten Mal, als ich das versucht habe zu zeigen hier, war meine Bühne zu kurz. Ich bin mal gespannt, ob ich es heute hinkriege, dass ihr es im Bild seht. Jawohl, da habt ihr es gesehen. Ne? Also, und dann dreht sich oben der Turm und so. Es ist immer wieder schön. Also, Volcano komplett. Und wie ihr gemerkt habt, ich habe nicht einmal aufgezählt, dass mir irgendwas fehlt. Meine Serie 2 ist tatsächlich vollständig. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie sie bei mir im Regal stehen. Und da haben wir Mask Serie 2 in meinem Display. Ihr seht nicht die gesamte Serie 2, denn es gab so viele auch größere Fahrzeuge in dieser Serie, dass sie schlicht und ergreifend nicht alle ins Fach gepasst haben. Und was ihr auch gesehen habt oder sehen könnt, es gibt unfassbar viele Repaints aus dieser Serie. Teilweise in den Adventure Packs, wie hier hinten dieser Calhoun Burns oder hier vorne der Jack LaFleur. Aber halt auch die Euro-Repaints, ne, wie den Hondo hier oder da hinten die zwei von Volcano und so weiter. Sowohl zu den Adventure-Packs als auch zu den EU-Repaints mache ich nochmal eigene Videos. Um das Bild komplett zu machen, hier unten habe ich Slingshot und Firefly mit reingestellt. Die passen da noch ganz gut dazu, hier mit Serie 3 und Teilen von Laser Command und ne, Firefly hier auf dem großartigen Flightstand von André Lennartz aus dem Mask Shop. Habe ich euch auch mal vorgestellt. Linke ich euch nochmal hier oben in die Ecke. Und ja, hier Ace Riker mit seinem Euro-Repaint. Also ich wollte eigentlich ja alle Fahrzeuge einer Serie immer in ein Fach kriegen. Das hat auch bei der Serie 1 noch einigermaßen funktioniert, wie ihr hier seht. Wobei hier auch schon jetzt zum Beispiel Manta mit drin ist, der für mich aber gedanklich zur Serie 1 dazugehört. Aber ja, ab da fasert es dann so ein bisschen aus, weil die Serien einfach zu groß wurden, die einzelnen Wellen. Und da konnte ich das nicht mehr machen. Aber ich bin per se erstmal sehr zufrieden damit. Und vor allem ist diese Serie 2 an Mask-Fahrzeugen 100% vollständig. Sammlungsziel erreicht. Soweit mein kleines Sammlungsupdate zu Mask Serie 2. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Mask und andere Sammelfiguren. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Serie 2 Venom. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.